Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Walking Dead. Die meisten von euch werden das Spiel wahrscheinlich schon kennen, gesehen haben oder selber gespielt haben, aber ich möchte das Spiel gerne auch auf meinem Kanal einmal vorstellen und freue mich natürlich, dass der eine oder andere oder wenn der eine oder andere von euch auch bei mir reinschaut, auch wenn er das Spiel vielleicht schon kennt und wenn nicht, es unbedingt sich irgendwie bei mir oder bei jemand anderem anschaut. Ja, das Spiel ist aus dem Jahr 2012, ist ein Point-and-Click-Adventure, allerdings eher ein Horror-Point-and-Click-Spiel, weil Zombies und so. Und es geht nicht wie bei anderen Point-and-Click-Spielen darum, so mehr darum, Rätsel zu lösen. Es geht eher darum, um die Story, wo die eigenen Entscheidungen im Vordergrund stehen. Die beeinflussen nämlich immer so das zukünftige Geschehen. Also manche Dinge, die ich in diesem Spiel entscheiden werde, lösen dann etwas anderes aus, was in der Zukunft dann kommt. Und das macht für jeden Spieler das Spiel halt ganz individuell, je nachdem, was man halt für Entscheidungen trifft. Das Spiel ist ab 18 Jahren und ich würde sagen, wir beginnen auch einfach mal ein neues Spiel. Ich weiß nicht, ob einige von euch The Walking Dead schon als Serie kennen. Ich liebe The Walking Dead als Serie. Ich finde es total spannend und total toll. Und auch dieses Spiel gilt wohl als eines der emotionalsten Spiele, die es gibt. Und deswegen möchte ich es auf meinem Kanal nicht missen müssen. Ja, ich stotter hier auch schon vor mich rum. Deswegen werde ich jetzt auch einfach mal ein neues Spiel beginnen. Genau, ach ja. Ich bin hier schon bei der Maus wieder. Jetzt darf ich ignorieren, weil ich habe mein Gamepad angeschlossen und damit werde ich einfach mal spielen. Und nehme mal ein neues. Ich habe hier schon so ein bisschen angetestet, werde aber jetzt ein neues Spiel nehmen. Und ich würde sagen, wir spielen als Standard einfach mal und machen es ganz neu. So, Episode 1, ein neuer Tag. Und ich wünsche euch mit diesem Spiel ganz viel Spaß, wenn man das so sagen kann. Denn es ist zum Teil halt auch sehr böse, gruselig und sehr realistisch, emotional, trotzdem viel Spaß. The Walking Dead. Episode 1. Ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Warum sagst du das? Du weißt mal, spielt das wirklich eine Rolle? Oh, ich habe geschwiegen, das wollte ich gar nicht. Nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. So, jetzt kann ich mich hier umschauen. Gerade eben mit den Entscheidungen war ein bisschen schwierig. Ich habe die Tasten gedrückt, sollte aber das Steuerkreuz benutzen. Egal. Kriegen wir schon noch hin. Ich folge deinen Case ein bisschen. Du bist ein Making-Boy und all. Ja, jetzt kommt nämlich das. Was meinst du? Du hast also eine Meinung, du stammst also aus Macon? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long?
Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Habe ich denn eine Wahl? Nicht wirklich. Klar doch. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Scheiß Typ, wäre schon möglich. Oder sie hat einen falschen Mann geheiratet. Sagt er irgendwie nie das, was ich eigentlich wähle? Oder ist das seine Antwort, wenn ich das gewählt habe? Bin noch etwas verwirrt. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Also, hat es getan? So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Scheiße! Ja, scheiße. Genau das. Autounfall. Wir wachen auf. Wir wissen nicht, was passiert ist. Der Radiofunk hat einiges durchkommen lassen. Ich hoffe, da draußen ist alles in Ordnung. Wir machen langsam die Augen auf. Wissen nicht, wo wir sind. Ob mit uns alles in Ordnung ist. Ich kann mich hier umschauen. Verwende den rechten Stick, um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Okay, ich schaue mich um. Was hab ich? Da war was. Damn it. Die blöden Handschellen, die werden mir ja wohl nicht helfen. Why the hell did he have his gun out? Ja, da vorne liegt ja unser Mann. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Er reagiert nicht. Vielleicht ist er sehr stark verletzt oder tot. Wir treten die Scheibe ein. Na komm schon. Bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Sticks in Richtung Fenster. Schau auf die Tür und benutze das Handsymbol, um dich selbst herauszuziehen. Noch wissen wir nicht, wer wir überhaupt sind und was passiert ist. Aber jetzt heißt es erstmal überleben. Verwende den linken Stick, um dich am Auto entlang zu bewegen. Okay, wir gehen Richtung Polizist.
der immer noch bewegungslos da liegt. Und ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Waffe. Komm schon, nimm sie. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Okay. Handschellen losmachen bedeutet, wir gehen zum Polizisten. Vielleicht lebt er ja auch noch, vielleicht nicht. Aber er hat definitiv die Schlüssel für die Handschellen. Sorry fürs Piepen, einige von euch kennen das sicherlich schon. Kommt auch nur einmal. Da sind die Schlüssel. Okay, wir sind frei. Na komm, mach auch den noch. Officer. Scheiße. Oh oh. Wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Nein, 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 geh zurück. Get away from me. Nimm die Munition. Und jetzt geh weg. Nimm das Gewehr. Und lade es. Scheiße. Komm, nimm. Nimm, er kommt. Don't make me do this. Shit. Okay, vom Regen in die Traufe. Errungenschaft freigeschaltet. Ich spiele das Ganze über Steam im Moment, aber mit Gamepad. Und wir schauen uns den Polizisten an. Ich weiß es nicht. Are you dead? Hey! Are you dead? Anscheinend schon. Komme ich denn jetzt hier weg, oder? Tut sich irgendwie nicht viel. Was ist mit meinem Bein? Was ist mit dem Polizisten? Soll ich woanders hingucken? Ah. Hey, da hinten ist doch ein, jemand. Geheimnisvolle Figur. Help! Go get someone! There's been a shooting! Oh oh. Oh oh. Verdammt. Schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Oha. Kommen die hinterher? Sie sind abgelenkt. Vielleicht können wir schnell abhauen. Oder ins Haus gehen. Hallo? Anybody? Wir wissen nicht, wo wir sind. Er sieht ja auch wahrscheinlich nur diese Seite hier. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Aber vielleicht ins Haus. Vielleicht ist da ja jemand drin.
Anybody up there? Keine Antwort. Help! Tja, hier ist irgendwas zum Angucken. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Gut, dann gehen wir mal rein. Hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Das Spiel habe ich selber noch nie gespielt. Ich habe es nur mal bei der Trash Tasmani als Let's Play damals geguckt. Und die anderen Episoden habe ich mir mit Absicht nicht angeguckt. Die kommen dann tatsächlich alle blind. Da weiß ich überhaupt noch nicht, was kommt. Und warte dann, dass die dann bald auf Deutsch erscheinen, sodass ich das dann auch Let's Playen werde. Aber erstmal sind wir in der ersten Staffel, in der ersten Episode und ich gucke mir das mehr an. Für mich ist es halt blind, das überhaupt erstmal selber hier alles zu machen. I wonder if anybody's home. Hello? Anybody home? I need a little help. Kannst du die nicht selber aufmachen? Coming in. Don't shoot, okay? Okay, er ist ins Haus gegangen. Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. These people may need more help than I do. Okay. Vielleicht kannst du dir ein bisschen Obst nehmen. Das ist natürlich doof, ist also nicht frisch, hier liegt aber Blut. Jesus. Was auch immer hier passiert ist. Oh nein! Scheiße. Oh, es ist auch noch hingeknallt. Der Dödel. Mann, wie blöd. Scheiße, jetzt ist er auch noch voller Blut. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht gut. Walkie-talkie. Okay, das hat er schon mal eingesteckt. Gucken wir uns nochmal weiter um. Ob wir was Nützliches finden. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Was war das für ein Piepen? Okay, das war bestimmt das Walkie-Talkie. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas Nützliches. Wieder ein Piepen. Was ist das Piepen? Ja. Okay, er hat irgendwas getrunken. Ist schon mal gut. Wie benutze ich denn jetzt das Walkie-Talkie? Wie komme ich da ran? Klick mal einfach ein bisschen rum hier. Aber ich habe keine Ahnung. Ja. There are three new messages. Oh, der Anrufbeantworter. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Soll ich jetzt alle Schränke aufmachen oder bringt das gar nichts? Irgendwas werden wir doch bestimmt noch finden. Na komm schon, finde irgendwas. Nichts da. Nichts gefunden. Dann gehe ich jetzt raus hier. Was soll's? Nicht wieder über die Pfütze knallen. Hier, Anrufbeantworter. Maybe there's something on there. Three. New message. Three. New message one. Left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please.
please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Hello? You need to be quiet. Wer ist das? Bist du okay? Ich bin kein Monster. Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Bist du in Sicherheit? Wo bist du? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Mist. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Shit. 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 Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Ja, haben sie. Das machen wir einfach nochmal. Scheiße. Sie sind tot. Weiter. Okay. Ich weiß nicht, da war einmal kurz was angezeigt, was ich machen konnte. Aber dann irgendwie... Ich glaube, die Flasche kann ich nehmen oder so, aber da hat sich nichts getan. Doch, hier. Komm, gerade eben nämlich. Doch. Na komm, nein, jetzt. Ich schaff's schon wieder nicht. Ich schaff's schon wieder nicht. Es kommt nur einmal kurz dieses Ding, wo ich halt die Taste drücken kann und dann ist es weg. Ich drücke ja die ganze Zeit grün. Aber ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ja, jetzt komm. Dann muss ich das jetzt am Anfang ganz schnell machen, sonst. Komm. Es kommt einfach nicht. Es kommt einfach nicht. Doch. Geschafft. Komm schon. Lass mich in Ruhe, du Scheißvieh. Lass mich in Ruhe. Mist. Oh, ich schaff's einfach nicht. Ich bin zu hohl für sowas. Ich hasse Quicktime-Sachen. Also ich mag das gerne, wenn ich halt alleine spiele, dann bin ich viel ruhiger. Aber im Let's Play bin ich immer so, man will das denn so schnell hinkriegen und so. Und genau das Gegenteil passiert natürlich immer. Es tut mir echt leid. Oh, komm schon. Ich sollte sie treten. Ich sollte gar keine Waffe nehmen. Dann hätte ich es ganz schnell geschafft. Okay. Und dann soll ich die Tür, glaube ich, gleich aufmachen. Komm schon. Das geht ja noch. So, mach jetzt so schnell die Tür auf.
Nimm die Waffe. Und draufhauen. Ist es tot? Oh, ist das eklig. Abenteuer beim Babysitting. Ja, toll. Nur, dass ich dreimal oder so gestorben bin. Man. Hi there. Did you kill it? Ja, es war etwas anderes. Weiß nicht, glaub schon. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. Ich hätte mal ja sagen sollen. All by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Ja, das war schon mal der erste Part von The Walking Dead. Ich glaube, wir werden jetzt gleich hinterherrennen. Ich hoffe, der erste Part hat euch schon mal gefallen. Es ist sehr spannend, sehr emotional. Schon als ich den Anrufbeantworter gehört habe, hätte ich schon wieder fast heulen können. Es ist einfach so, ach ja, es ist einfach so schrecklich alles. So schrecklich echt, aber so verdammt gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den nächsten Parts auch noch mit dabei seid, auch wenn ich hier unter meine Fails habe mit den Quicktimes. Ich komme da schon noch rein. Wie gesagt, ich habe es selber noch nie gespielt und freue mich deswegen ganz doll auf dieses Let's Play. Ja, wir sehen uns dann. Tschüss.